Am 8. März kommt die neue EU-Statistik über die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern. Und Österreich belegt auch heuer wieder einen der letzten Plätze. In der Privatwirtschaft verdienen Frauen um ein Viertel weniger als Männer. In den Aluminiumwerken Blecher in Niederösterreich haben Frauen das Sagen. Ungewöhnlich, nicht nur in der Metallbranche. Die Führungsspitze ist momentan zu 100% weiblich und die ganze Belegschaft besteht zu ca. 2/3 aus Frauen. Wir kommen da in der Männerdomäne eigentlich ganz gut an und darum tun wir auch so weiter. Der Arbeitsalltag für Frauen in Österreich sieht anders aus. In der Privatwirtschaft im Schnitt um ein Viertel weniger Gehalt und geringere Karrierechancen als Männer. Überall dort, wo man Einstiegsgehälter verhandeln kann und Aufstiegskarrieren verhandelt, dort sind Frauen schlechter, weil sie schlechter verhandeln. Und sie kommen später mit der Forderung nach Gehaltserhöhung. Männer kommen viel früher, sie wollen mehr Geld, sie wollen aufsteigen, Frauen sind zuerst mal fleißig. Seit Anfang 2012 müssen die Unternehmen in den Stellenangeboten das Gehalt angeben. Davon erhofft sich die Frauenministerin einiges. Das heißt, wenn sich jemand wo bewerben geht und in erster Linie stufen sich Frauen leider immer noch zu niedrig ein, so wissen sie in Zukunft, was sie ungefähr erwartet. Das Ziel der Frauenministerin: Österreich soll vom EU-Schlussfeld bei der Einkommensgerechtigkeit auf einen Spitzenplatz vorrücken. Und mehr zu diesem Thema gibt es morgen in der Sendung Hohes Haus um 12 Uhr. Und Gast in der Pressestunde ist dann Frauenministerin Gabriele Heinz. Ungerechte Bezahlung gleich inklusive. Dabei ist alles doch schon längst bekannt und in diversen Studien dokumentiert. Wer Frauen ranlässt zu Macht- und Vorstandsposten, der hat auch betriebswirtschaftliche Vorteile in seinem Unternehmen. Genau so einen Betrieb hat meine Kollegin Sigrun Reininghaus besucht. Dort haben Frauen das Sagen. Im südlichen Niederösterreich in der Metallfirma Blecher in Neunkirchen wird vorgelebt, dass Frauen Männer. Die Blecherwerke sind spezialisiert auf den weltweiten Handel mit Aluminiumrohren und Platten. Was auffällt, man sieht nur Frauen. Von den Verkaufsleiterinnen über die technische Zeichnerin bis zur Geschäftsführung. Die Führungsspitze ist momentan zu 100% weiblich und die ganze Belegschaft besteht zu ca. 2/3 aus Frauen, die sich hauptsächlich hier im Büro konzentrieren. Das hat sich, ich möchte fast sagen, zwangsläufig ergeben, wenn man das so nennen darf, durch die hohe Dichte an kaufmännischen Schulen hier in der Gegend. Und diese Absolventinnen sind eben meistens weiblich. Und wir brauchen gut ausgebildetes Personal und so kommen diese Damen auch zu uns. Das war dann sehr erfolgreich. Wir kommen da in der Männerdomäne eigentlich ganz gut an und darum tun wir auch so weiter. Die Firma ist ein positiver und groß bestaunter Ausreißer in der Metallbranche. Dennoch haben die Geschäftsführerinnen bei manchen Männern mit Vorurteilen zu kämpfen. Oft stoßen wir hier an Ablehnung oder man wird eben manchmal nicht ernst genommen. Wenn wir auf Messen fahren oder zum Kunden fahren, dann ist es oft sehr schwierig, dass man sich durchsetzt, dass man Aufmerksamkeit des Geschäftspartners bekommt, weil es ja doch die Wirtschaft männerdominiert ist und man hier bestenfalls das Anhängsel gesehen wird von einem Chef. Wo ist der Chef? Ich möchte bei einem Techniker sprechen, wieso kennt ihr euch da aus und so weiter. Also es ist oft wirklich mühsam, dass man hier auch seinen Standpunkt erklärt. Wo sieht die Wirtschaftsberaterin Christine Bauer-Jelinek die größten Hürden für Frauen am Arbeitsmarkt? Immer noch darin, dass Frauen glauben, der Arbeitsmarkt funktioniert wie eine Familie und dass sie versuchen, die Spielregeln, die sie zu Hause gelernt haben und anwenden, wie Kooperation und Fördern und aktives Zuhören und harmoniebedürftig sein, dass sie das auch am Arbeitsplatz erwarten. Das ist zwar manchmal der Fall, aber nicht grundsätzlich. Grundsätzlich haben wir einen konkurrenzorientierten Arbeitsmarkt und da geht es um Durchsetzung und um Strategie. Und Frauen wird fast automatisch weniger gezahlt. Überall dort, wo man Einstiegsgehälter verhandeln kann und Aufstiegskarrieren verhandelt, dort sind Frauen schlechter, weil sie schlechter verhandeln. Sie fangen mit weniger Gehalt an, freiwillig, weil sie nicht mehr herausbekommen und sie kommen später mit der Forderung nach Gehaltserhöhung. Männer kommen viel früher, sie wollen mehr Geld, sie wollen aufsteigen, Frauen sind zuerst mal fleißig. Seit Anfang 2012 müssen Unternehmen in ihren Stellenannoncen das Gehalt angeben. Eine Maßnahme, die längerfristig den Frauen hilft, ist die Frauenministerin überzeugt. Unternehmen sind verpflichtet, anzugeben,
wo jemand eingestuft wird. Das heißt, wenn sich jemand wo bewerben geht und in erster Linie stufen sich Frauen leider immer noch zu niedrig ein, so wissen sie in Zukunft, was sie ungefähr erwartet. Teilzeit ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits von Frauen gewünscht, um Zeit für die Kinder zu haben. Andererseits führt Teilzeit oft dazu, dass Frauen in kürzerer Zeit die gleiche Leistung bringen wie Männer, die den ganzen Tag im Büro sitzen und einen Vollzeitjob bezahlt bekommen. Die Präsenzkultur hat, glaube ich, sehr viel mit dem Kontrollbedürfnis zu tun. Man hat den Eindruck, wenn man, Führungskräfte haben den Eindruck, wenn man die Menschen alle um sich hat und jederzeit erreichen kann, nämlich auch persönlich erreichen kann, dann wüsste man mehr, was sie tun. Mit den neuen Medien ist das aber obsolet. Ich denke auch, das wird sich aufhören. Das ist ein Auslaufmodell, dass die Menschen am Arbeitsplatz sein müssen. Im Metallbetrieb Blecher gibt es 10 flexible Arbeitszeitmodelle. Das kommt den Mitarbeiterinnen zugute, die hier in der Exportabteilung in ihren Muttersprachen weltweit Geschäfte abschließen. Vesna Savkovic hat nach ihrer Karenz sogar die Leitung der Exportabteilung übernommen. Es ist natürlich nicht alltäglich, ja. Also ich arbeite 31 Stunden in der Woche, bin eigentlich in der Führungsposition, habe ein Kind und ich habe es mir alles arrangieren können. Zum gelebten Alltag in Österreich kaum Frauen in Führungspositionen, meint die Geschäftsführerin. Mein Rat wäre, traut euch wirklich Frauen aufzunehmen. Wir können das. Wir schaffen das. Und zu Gast bei mir im Studio ist jetzt die Unternehmensberaterin und geschäftsführende Gesellschafterin von Deloitte,